wie du schaffen kannst, trotz ganz geradliniger Prozesse trotzdem personalisiert arbeiten zu können. Darum werden wir uns heute kümmern. Viel Spaß schon mal mit dem Video. Lass uns ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns heute hier zum nächsten Video wieder. Mein Name ist nach wie vor Nico Becker. Ja, und wir werden heute mal über das Thema personalisierter Service sprechen. So, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir haben natürlich immer wieder Situationen, das hatten wir in den anderen Videos schon mal besprochen, wir wollen letzten Endes dafür sorgen, dass unsere Kunden bei uns ein möglichst bestes Gefühl haben. So. Du hast aber auch schon mal gehört in den anderen Videos von uns, dass es ratsam ist, jetzt im Zuge einer guten Positionierung glasklare interne Unternehmensprozesse zu haben. Das heißt, wir wollen letzten Endes, um das mal in so ein kleines Bild zu bringen, wir wollen letzten Endes den Kunden zwar an einem Fließband bearbeiten, aber wir wollen in diesen einzelnen Fließbandschritten dem Kunden das Gefühl geben, dass es ganz individuell und personalisiert ist. Und das ist natürlich ein bisschen Spagat, weil für manche zumindest im Kopf geht das eine nicht mit dem anderen einher. Aber wenn du es schaffen willst, wirklich ja, vernünftige Prozesse zu haben und damit auch nicht zu viel ja, Stress einfach zu haben, aber trotzdem den Kunden ein gutes Gefühl geben zu wollen, dann musst du das eben meistern können. Und wir wollen uns heute mal so ein paar Sachen angucken, beziehungsweise so ein paar Tricks und Tipps, wie man da vorgehen kann. Und ja, darum soll es heute einfach gehen. Die erste Sache, die ich hier mitgeben möchte, ist das Thema Ansprechpartner. Ich sehe das leider viel zu häufig bei unseren Partnern in den Betrieben. Es gibt irgendwie so keine klare Rollenzuweisung. Ja, das heißt, du hast einmal den Geschäftsführer, der ist so ein bisschen der Mann für alles, wenn man so möchte. Der kann auch alles, das ist auch alles wunderbar. Nur der springt halt immer so ein bisschen von da nach da. Manchmal auch so ein bisschen wie, ich sage jetzt einfach mal ganz hart formuliert, Lust und Laune da ist. Und das führt natürlich dazu, dass er mal da ist und mal da. Dann hast du natürlich ja, Fachberater, Verkäufer, du hast Monteure, die haben in der Regel jetzt nicht so viel mit der Kundenkommunikation zu tun, zumindest ja, vor dem Aufbau natürlich. Und du hast dann noch sowas wie ja, Bürofachkräfte. So. Und in der Konstellation sehe ich das wirklich selbst bei einer kleinen Betriebsgröße relativ häufig, dass der Kunde da immer zwischen den einzelnen Leuten hin und her springt. Ja, das heißt, ich rufe als Kunde da an, ich möchte gerne nochmal eine Rückfrage zu dem Angebot stellen oder zu dem Angebot, was ich jetzt vor kurzem bestätigt hatte, zu meinem Vorhaben einfach. Dann lande ich im Büro, ist ja auch erstmal völlig okay. So, die Person weiß da aber auch gerade so ein bisschen Bescheid, hat es über Flurfunk wohl so ein bisschen mitbekommen und ja, kann dazu dann auch was sagen. Die Info stimmt dann aber vielleicht nicht so ganz. So, und dann hast du irgendwie so ein Karussell an Kommunikation, was die eine Person hinterher wieder gerade biegen muss, meistens der Geschäftsführer. So, und dann weiß der Kunde irgendwie nicht so richtig, okay, wer ist jetzt hier gerade für mich zuständig. Also die erste Sache ist, selbst wenn du eine Person quasi durch ein Fließband durch dein Unternehmen durchbringst, guck, dass du die Anzahl der Ansprechpartner minimierst. Im besten Fall ist es nur eine Person. Gibt Konstellationen, wo das nicht ganz umsetzbar ist, aber wenn du es schaffst und du hast sowas wie einen Projektverantwortlichen, der den Kunden wirklich von A nach B durchschieben kann, dann ist das wunderbar. Weil dann hast du diesen einen Effekt auf jeden Fall schon mal minimiert. Da kann es dann nicht zu Doppelungen kommen oder zu Sachen, die einfach vergessen werden. Die zweite Sache, haben wir auf dem Kanal auch schon mal besprochen, ist das Thema Dokumentation. Ja, das heißt, selbst wenn du es nicht schaffst, nur mit einer Person an einem Kunden zu arbeiten, also manchmal ist es ja auch so vorgesehen oder vielleicht auch sinnvoll, mit mehreren Leuten an einem Kunden zu arbeiten, dann musst du dafür sorgen, dass alles, was mit dem Kunden besprochen ist, sauber dokumentiert ist und irgendwo auffindbar ist. Wie gesagt, wir haben das hier auf dem Kanal schon mal besprochen. Da gibt es entsprechende Softwarelösungen für. Wir kümmern uns auch mit unseren Partnern ganz explizit um dieses eine Thema. Weil wenn du für dich vielleicht mal überlegst, okay, es gibt bei dir im Unternehmen einen zentralen Ort, wo jeder darauf zugreifen kann und wo immer der aktuelle Status für einen Kunden drin steht. So. Dann überleg dir vielleicht mal ganz kurz, was für Änderungen würden sich da im Alltag ergeben. Also wie viel leichter wäre es einfach, wenn jede Person in ein System reinschaut und weiß, okay, das ist jetzt gerade der Stand bei Kunde XYZ. So, du hättest wahrscheinlich kommunikativ mit dem Kunden nicht mehr wirklich viele Probleme. Und das ist das Schöne, jeder Mitarbeiter im Unternehmen, selbst wenn er mal einspringen muss, kann sich genau in die Lage des Kunden reinversetzen. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht als ja, Geschäftsführer mal irgendwo einspringen musst, du hast aber mit dem Kunden die letzten 3-4 Wochen gar nichts zu tun gehabt, du weißt nicht, was los ist. Der Mitarbeiter, der mit ihm gesprochen hat, ist vielleicht gerade krank, ja, ist nicht da im Büro, kann ja passieren, und hat aber alle Infos zu dem Kunden im Kopf. So, dann musst du da anrufen und musst quasi erstmal so ein bisschen erfragen, okay, was ist jetzt überhaupt der genaue Status? Natürlich ist es so, für die meisten Kunden ist das wahrscheinlich gar nicht so ein großes Problem, beziehungsweise sagen sie es dir. Sie sagen dann, hey, alles gut, ich habe Verständnis. Aber andersrum gedacht, wie cool wäre es quasi für deinen eigenen Service, wenn du da einfach anrufst als Person, die noch nie Kontakt mit dem Kunden hatte und sagst, hey, der Kollege ist jetzt gerade leider ausgefallen, aber ich habe gesehen XYZ, ich kann ihm das und das und das anbieten. Also auch wenn sich die Person hier gewechselt hat, gibt es quasi keinen Wechsel in dem Informationsstand, der quasi dahinter steckt. Und das ist Gold wert, wenn es darum geht, dem Kunden einfach das Gefühl zu geben, dass er hier gerade individuell personalisiert betreut wird.
Genau, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kümmere dich da auf jeden Fall darum, dass du entsprechende Systeme bei dir schaffst, auch eine entsprechende Softwarelösung hast, ein CRM-System, je nach Betriebsgröße natürlich. Und wenn es dazu Fragen gibt, dann komm auf jeden Fall auf uns zu. Und dann gibt es noch von mir quasi einen letzten Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Versuch die Kommunikation zum Kunden auch immer so stringent wie möglich zu halten. Das heißt, wenn ihr euch darauf geeinigt habt, ihr macht das Ganze über Termin, über E-Mail und Telefon, dann macht es im besten Fall auch über E-Mail und Telefon. So, dazu gehört auch Termine einhalten, versteht sich für die meisten von selbst. Aber alles, was mit dem Kunden besprochen wurde, was den weiteren Ablauf angeht, das muss auch genauso passieren. Ja, dafür musst du dann quasi dafür sorgen, dass dein Fließband intern, was der Kunde im besten Fall nicht mitbekommen soll, er soll natürlich den Effekt davon spüren, aber er soll trotzdem das Gefühl haben, personalisiert, individuell betreut zu werden. Aber alles, was quasi in diesem Fließband passiert und was du dem Kunden so quasi vorweg gibst, das muss dann am Ende des Tages auch so passieren. Und wenn du schaffst, die drei Sachen zu beherzigen, dann wirst du auf der einen Seite einen Kunden haben, der quasi die Vorteile von dieser Fließbandarbeit genießt, nämlich messbares Ergebnis, immer die gleiche Qualität und einfach genau das, was er sich vorgestellt hat, aber trotzdem das Gefühl hat, hier nicht von einem Fließband bearbeitet zu werden. So, und das ist eine Sache, du hast einen Kunden, der ist super happy mit deinem Produkt und der ist gleichzeitig super happy mit seinem Service oder mit deinem Service. Und dann hast du natürlich eine Kombination, die ist unschlagbar und kannst einfach dafür sorgen, dass der Kunde ja viel eher noch was bei dir kauft, dich weiterempfiehlt und alles, was ein Kunde im Idealfall dann eben tut. Wenn es dazu noch Fragen gibt, wenn du mehr Input zu diesem speziellen Thema brauchst, schreib uns auf jeden Fall hier einen Kommentar, besuch gerne unsere Internetseite, buch dir auch gerne einen kostenfreien Ersttermin bei uns, da kann man sich das Ganze natürlich nochmal ein bisschen individueller für dich persönlich anschauen. Ansonsten schau dir auf jeden Fall die nächsten Videos an und dann würde ich sagen, bis dahin.